Herzlich willkommen, Weihnachten ist rum, Silvester ist rum, wir haben 2022 und ja, schlimmer als 2021 kann es nicht werden, ne? Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, und ich hatte Besuch, der war da, ne? Wir haben hier gemeinsam ein bisschen mein Studio gebastelt und ich kann jetzt hier, guck mal hier, was ich für abgefahrene Sachen machen kann. Ich habe hier richtig Platz, das ist total cool. Ich habe mein Licht jetzt hier in Position gebracht, musste meiner Frau aber noch ein bisschen was klauen, die hat ihr Fotostudio ein bisschen weiter eingerichtet. Und ich hatte eine Lampe zu wenig. Eine für die Seite, ich brauche eine für die Seite und ich brauche hinten eine für den Greenscreen, der hinten irgendwo an der Wand hängt, beziehungsweise an der Decke. Und, aber egal, habe ich einfach geklaut und jetzt sieht man mich halbwegs scharf und hast du nicht gesehen. Ne? Ich bin wieder da, euer Ragnar Bedoltson mit der immer wieder lustigen Tasse, wenn er eine findet. Mit dem erfrischenden Heißgetränk da drin und ja, wir labern gar nicht weiter rum und ich sag 1, 2, 3, go! Try not to complain, but you know me better than that. Everything gets lost inside of the past. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory, wollte ich sagen. Ja, der erste Verhaspeler gleich am Anfang. Endlich verkackt das erste Mal im Jahr 2022. So kennt man mich und es wird heute noch schlimmer. Denn heute wollen wir uns an Aluminium machen. So, ich wurde vor Äonen schon mal vorgewarnt, Aluminium ist immer kacke. Ne, da hast du richtig zu rödeln. Wir werden sehen, wie sich das hier bei mir verhält. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs durch. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen gebaut. Das sieht man hier ein bisschen. Ich habe da einen coolen Parkplatz hingebaut. Da hinten steht noch wieder so eine Garage. Das können wir uns aber gleich eigentlich nochmal angucken. Auf dem Weg. Naja, es liegt nicht auf dem Weg, aber zu unserem Baugrund, wo wir das dann schlussendlich auch bauen wollen. Aber wir machen hier den kleinen Umweg. Ne? Okay. Ne? Straßenbeleuchtung sorgt dafür, dass man hier den Duckjump nicht mehr vernünftig machen kann. Ne, und wir haben jetzt hier, oder ich habe jetzt hier, nein, wir bleiben bei wir, ne? Ja, wir bleiben bei wir. Einen Fußweg und ich sehe gerade, doch, habe ich weitergemacht, sehr schön. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, okay, ausreicht völlig und macht auch keinen Unterschied gerade. Ja, hier ist Parkplatz mit einem ersten Explorer, den ich mir jetzt mal geleistet habe. Hier führt noch irgendwie so eine alte... Knotenpunkt löschen, jo. Der Weg von dem einen Dings lang... den ich hier mal habe fahren lassen, als ich das mit Fahrzeugen beleben wollte, was eine scheiß Idee war. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus. Ich bin ja echt Fan von den ganzen Straßenscheiß, den man jetzt hier einführen kann. Ne? Ich muss hier gucken, dass ich noch den Dings weiter rumführe. Den Fußweg, dann haben wir hier ja einmal das Rohrsystem, das eigentlich nur einen Anschluss hat. Naja. Ne, und hier nochmal eine Werkstatt. Nochmal Versuch mit ein bisschen mehr Beleuchtung. Ne, es ist... Ich müsste es eigentlich... vor verändern nochmal hier so ein komisches Beleuchtungsding hinbasteln und das von der Helligkeit ein bisschen runterregeln. Aber sonst gefällt mir das eigentlich ganz cool. Ne? Also die Dinger wieder einmal völlig sinnlos. Ne? Der Stil bleibt ungefähr erhalten. Ne? Hier an der Seite und hinten finde ich ganz cool. Ne? Das hat tatsächlich eine Höhe mit der Dingswerkstatt. Wenn man die hier einfach hochzieht, diese, wie heißen sie noch? Wände, die Standardwand, die 1 Meter hohe. Dann kann man das richtig geil hier mit einarbeiten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ne, mag ich sehr. Und ja, für einen kleinen Hingucker, den man sich einfach mal irgendwie in die Base setzt, sind die Dinger eigentlich ganz cool. Ne, so hat man ein bisschen Abwechslung neben den ganzen eckigen Gebäuden, die man irgendwo hinstratzt oder auch nicht. So, wir könnten jetzt... Können wir mit dem fahren? Ist die Brücke schon fertig? Ich weiß es nicht. Ich schnapp mir den einfach mal. Hat er Benzin? Nö. Hab ich Benzin? Ja. Na denn. Einmal teilen und mal ein bisschen Treibstoff rein. Zack. Und dann fahren wir mit der Hütte. Mal sehen, wie gut ich fahren kann. Kommen wir hier raus? Wir kommen hier sogar raus. Ist ja Wahnsinn. Und dann düsen wir einfach mal durch meinen neu erstellten, völlig sinnfreien Tunnel. Finde ich übrigens ziemlich cool. Wir steigen hier tatsächlich nochmal aus. Mit diesen Beleuchtungen am Boden. Ne? Ich habe die alle ein bisschen eingelassen. Ne? Hier laufen nochmal ein paar Bänder lang, die offensichtlich gerade nichts transportieren, weil nicht genug abgenommen wird, aber das ist ja egal.
Sagt mir aber vor allem, wir haben noch Kohle üben. Richtig gut, die werden wir nämlich gleich brauchen. Ne? Und ich musste hier hinten ein bisschen früher zumachen, weil das Gelände jetzt so stark angestiegen ist. Das ist ein bisschen schade, könnte man hier nochmal angleichen eventuell. Aber erstmal kann es von mir aus so bleiben. Es ist relativ flach, also man kommt nicht mit jedem Fahrzeug hier durch. Und das hier habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja, aber auch hier kommen wir durch. So, warum heute unbedingt Aluminium? Ihr seht das hier hinten schon. Meine zentrale Ressourcenzufuhr zum Dings hier, zum Zentrallager ist mittlerweile völlig überlastet. Ne, das kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Deswegen muss das ein bisschen erweitert werden. Dann haben wir hier jetzt eine neue Brücke um dieses Gasgebiet herum. Da steht noch ein Explorer, sehe ich. Brut. Rums natürlich, fährt der Müller genau gegen. Und deswegen müssen wir hier jetzt unbedingt anfangen, Alubahn zu bauen. Ansonsten, was ist noch dazu gekommen? Ich fahre hier querfeld ein, obwohl ich Straßen habe. Müller, du Idiot. Habe ich hier nochmal so eine kleine Kurve reingebaut. Man kann mit ein bisschen Gefrickel, und mit ein bisschen Gefrickel mache ich eine Menge Gefrickel, relativ schöne Kurven mittlerweile bauen. Ne, das sieht da unten nicht ganz so schön aus. Da könnte man es nochmal, könnte man Wände vorsetzen, da weiß der Geier was. Ne, kann man nicht. Ne, aber es ist okay. Ne, hier habe ich das mit Säulen einmal abgegrenzt. Den ganzen Kuddelmuddel, den ich hier mal hatte. Ne, hier war ja diese riesen Verteilerstation, der die Eisenzufuhr, Kohle. Was hatten wir noch? Kupfer und lasst mich lügen. Salpeter. Heißt es Salpeter? Ich glaube, es heißt Salpeter. Wenn nicht, heißt es anders. Korrigiert mich gerne. Langgeführt ist. Das habe ich alles über diese Fördertürme jetzt gemacht. Die hier schön sauber. Der steht hier noch ein bisschen doof. Okay. Aber ich hatte noch keine Zeit für die Stromzufuhr. Alles schön seitlich langführt und hier alles ein bisschen sauberer zu den Produktionsgebäuden schickt. Die Eingänge habe ich jetzt mit Dings markiert, mit Schildern. Ist kein Muss. Kann man aber machen. War beim Umbau ganz angenehm tatsächlich. Ne, so kriegt man es ein bisschen schöner hin. Und dann ist man auch schon wieder hier beim zentralen Hub. So, haben wir einmal die Rundfahrt gemacht. Das war so das, mit dem ich mich die letzten Tage und Wochen so ein bisschen beschäftigt habe. War tatsächlich umfangreicher, als ich erst gedacht habe. Die Arbeitsmaßnahmen. Und hier kommt man, glaube ich, sogar rein. Ja, hier kommt man rein. Ne, das Ding steht hier ein bisschen schräg drauf. Aber genau so, dass man hier sauber reingehen kann. Ne, hier drin ist noch nicht schick gemacht oder ähnliches, aber man kann sich hier lustig die Förderbänder angucken. Ist ja auch schon mal was wert. Spricht nichts dagegen, dass da noch ein Fundament sitzt, glaube ich. So. Nun aber zum eigentlichen Tagesgeschäft. Hier muss ein Baum noch weg. Scheiße. Zum eigentlichen Tagesgeschäft. Falsch gelegte Linien liegen hier noch. Okay. Ist wie es ist. Müssen wir mit umgehen. Hier werde ich die Straße, glaube ich, nochmal andersrum rumführen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber daran soll es jetzt nicht liegen. Erstmal fahren wir die Karre hier aus dem Weg. Pup. Das ist ja... Wie ätzend ist das denn? Passiert das jedes Mal? Dass man so... Ja. So reingelegt wird in die Figur. Bisschen unschön geregelt, wie ich finde. Dann sollte man die Figur ausblenden, wenn man das macht. Finde ich zumindest. Aber was weiß ich schon. Was weiß ich von Game Design? Nichts weiß er, nichts. So, da ich in die Richtung quasi keinen Platz mehr habe. Obwohl eventuell... Was habe ich denn hier gebaut? Komme ich hier jetzt wieder raus? Hallo? I need a way out. Okay, that's a way out. Habe ich die nochmal nach hinten umgelegt. Ne? Allein schon, weil hier die Straße lang läuft und das sonst ganz schön... Doof wäre. Ich kann sie nochmal wieder nach vorne packen, wäre nicht das Problem. Ne? Aber hier vorne ist auch einfach nicht mehr allzu viel Platz. Ne? Was ich da so hinbocke, muss ich nochmal gucken. Vielleicht irgendwas Kleineres. Aber hier auf den Bahnhof rauf soll ja jetzt unsere Alu-Produktion. Alu. Endlich. Wird Zeit. So. Wie wir das Ganze ausrichten, schauen wir mal. Man könnte das Alu auch hier zwischenpacken, indem ich dann einfach hier seitlich einen Ausgang mache für den Dings hier, für das Bauxit. Und ich würde einfach mal sagen, das mache ich auch. Das Problem ist, ja, dass ich das dann einmal zurechtdrehen müsste und gar nicht richtig zurechtgedreht kriege.
Na doch, aber gut genug. Moment. Wir machen mal einmal so, so. Und dann drehen wir das einfach hier hin. Und dann müssen wir mit dem eigentlich hier sauber gegen ein Tor kommen können. So, fangen wir mal an. Jetzt sind die beiden. Ich brauche eh relativ viel Bauxit. Natürlich habe ich die so ineinander gebaut. Warum habe ich das denn gemacht? Gibt es einen tieferen Grund, warum ich das gemacht habe? Damit ich hier näher rankomme wahrscheinlich. Das ist ja völlig unnötig. Ich behaupte einfach mal, das brauche ich nicht. Wir können das kleiner halten. Nee, wir können das nicht kleiner halten, weil es da hochkommt. Okay, dann müssen wir es tatsächlich tiefer bauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mal einmal so und einmal so. Und dann ziehen wir die Mauern hier einfach wieder rum. Da eiern wir gar nicht lange rum. Und dann kommt da... Ich glaube, ich hatte Glaswände hier. Zack, 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 zack. Das ist dann, glaube ich, identisch zu vorne. Ja. Das ist okay. So, das reißen wir ab. Dann bin ich zu... Hä? Okay. Müller ist doof. Müller hat zu tief gebaut. Die Zwerge, sie haben zu tief gegraben. Aber, achso, weil ich da vorne Platz habe. Ah, okay. Gut, dann machen wir das nochmal anders. Die hier kommen nochmal weg. Und die kommen auch direkt raus. Fundamente und dann holen wir diese wunderschönen Teile hier ein. Zack. Und zack. Und anders kriege ich es, glaube ich, nicht verlegt. Ne. Gut. Du musst noch weg. Dann kommst du hier hin, du hier hin. Müssen wir nochmal hoch? Ja, wir müssen nochmal hoch. Und zwar wegen dir, der darüber gelegt wird. Und dann klatschen wir jetzt endgültig unsere Glaswände davor. Glaswand 1, 2, 3 und 4. Kann man da ein bisschen reingucken. Eventuell baut man da nochmal einen Weg rein. Das wird sich noch zeigen, wie ich das mache. Aber ein Dach sollte rauf. Das machen wir jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Die haben wir, glaube ich, unter Architektur, die Flachdächer. Ja, sehr schön. Gucken, dass wir die richtig rumdrehen. So und so. Einmal runter. Jetzt, warum ist das jetzt so? Warum hat sich das nochmal umgedreht? Er ist doch zum Kotzen. Ach komm schon. Gehe ich halt nochmal hoch. Guck, dass es richtig gedreht ist. Jetzt ist es hier, jetzt ist es da, jetzt ist es da. So. Jetzt aber dicht die Hütte. Und dann passt's. Sehr schön. Ob ich da das da oben lang haben will, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, ich fände es schöner. Oh. Entschuldigung, das war bestimmt laut. Obwohl, wir könnten auch mit denen hier wieder arbeiten. Das hier so lang ziehen und dann einfach schwarz machen, tut es das, glaube ich, auch. Machen wir einfach mal reihum. Gucken, wie es aussieht. Wahrscheinlich besser. So. Ich muss mir echt mal abgewöhnen, so klotzmäßig zu bauen, ey. So, jetzt kommen die hier an die Kanten ran. So, aber gut, das ist ein Ressourcenverteiler, ne? Ich meine, da muss man jetzt irgendwie nicht die Krone der Designschöpfung hinknallen. Das Ganze machen wir schwarz. Zack, zack, zack. Und dann gefällt mir zumindest das schon mal um einiges besser. So. Ich wollte mir eigentlich einen Zettel und einen Stift mitnehmen. Weil ich schon mal vorher ein bisschen reingeguckt habe und weiß, dass ich jetzt mit Raffinerien arbeiten muss und ich ein ziemlich großer, dämlicher Volldepp bin und garantiert mich irgendwie verrechne und hast du nicht gesehen. So, das Ganze muss... Ich glaube, die mussten so. Mussten die so, mussten die so, mussten die so.
Ich glaube ja. Kommt das hin? Das kommt hin. Habe ich die richtig rum ausgerichtet? Habe ich auch. Okay. So. Hier kommt rein. Erstmal Bauxit. Daraus wird Aluminiumoxid. Ich muss mit Rohren arbeiten, ne? Ich hasse Rohre. Und Quarzsand. Den Quarzsand werden wir nachher nochmal brauchen. Aber vor allem kommt hier auch rein Wasser. Ganz toll. Ne, darf ich also, aber ich habe ja vorgesorgt, ich war ja nicht ganz blöd. Wir haben ja hinten, ne, hat uns der Yoshi ja gebaut, den Wasser-Output. Und den können wir ja hier mit dem Zug ran schaffen, ist ja überhaupt kein Problem. So, wir wollen gucken, dass wir 480 Bauxit irgendwie verballert kriegen, damit das alles irgendwie sauber abläuft. So, direkt nebeneinander ist aber, glaube ich, doof. Außer wir kommen nachher hier auf ein sauberes Ende. Kommen wir nicht. Okay. Dann würde ich gucken, also das ist der Platz, den ich auf jeden Fall brauche. Das ist der Platz, damit es symmetrisch ist. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie... Ich könnte so und so machen. Um die Symmetrie zu wahren, was auch gar nicht schlecht ist. Denn ich beliefere... Kann ich überhaupt so viel beliefern? Logistik? 480, ja. Ich brauche sogar nur einen Ausgang. Das ist ja ganz angenehm. Okay. Ne, das kann ich also nachher nochmal umbauen. Das ist ganz cool. Und beliefere dann alle vier mit Bauxit. Es ist relativ eng hier zwischen. Räume ich ein, aber es ist symmetrisch eng. Das ist ja schon mal was wert. Und damit wir hier ein bisschen Tiefe reinkriegen, werde ich, glaube ich, auch... Baue ich hier vorne schon? Nee, ich kann hier vorne nicht die Wand lang bauen. Das heißt, hier muss die Wand lang. Damit fangen wir jetzt einmal ein bisschen an. So, dazwischen lassen wir einen frei. Wo wir den Eingang nachher hinbauen, weiß der Geier. Das müssen wir schauen. Ne, das ist erstmal alles nur provisorisch. Hier wird die Wand langlaufen. Und dann muss hier entsprechend natürlich das Bauxit auch lang. So, wie mucken wir das? Erstmal brauchen wir... Wir könnten es außen langlaufen lassen. Einfach, weil es cool ist. Aber außen... Nee, das ragt zu weit auf die Straße raus. Das ist eigentlich ganz schön kacke. Und dann müsste ich... Kann ich die Splitter? Ich muss das mal gerade gucken. Das wäre dann... Haben wir hier eine... Nee. Ja, das wäre dann so. Hier zwischen der Wand wäre gut, ne? Das wäre ziemlich cool. Kriegen wir das dann? Ja, wir kriegen das sogar noch wieder aufgelöst. Was ich meine. So. Passiert gerade wieder alles nur in meinem Kopf. Aber das macht nichts. Wir machen jetzt einmal so. Und einmal so, damit wir uns jetzt hier schön sowas hinstellen können. Wir gucken mal, wie es aussieht. Erstmal probieren. Nicht einen groben Aufbau machen, wenn es kompliziert wird. Nein, Müller fängt mit Design an. Beste Idee, machen wir so. So, das heißt, da müssten, weil ich nicht weiß, ob das mittlerweile oder immer noch geht, Förderblattsplitter ran. Natürlich sagt er, nö, geht nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Versuchen wir es anders. Aber einmal so und einmal so. Ist das gerade rüber? Wäre ja genial, ne? Das ist gerade rüber. Sehr schön. Das ist nicht gerade rüber. Unschön. Unschön, unschön. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumfrickeln hier. Ja, ja. Sagst du mir, das geht nicht. Und dann sag ich dir, das geht doch. Nehme ich halt die Dinge. Ups. Na, wo sind sie? Förderbahn, Fördermast. Den wollte ich. Zwei hoch, dagegen und dann da raus. Das Ding brauchen wir dann nicht mehr. So. Das wäre so. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier irgendwie einen Splitter hin oder muss ich da wieder ein Fundament drunter setzen? Förderband Splitter, natürlich. Okay.
dann bescheiße ich dich halt wieder, Spiel, wenn du es unbedingt willst. Machen wir so. Und Förderbandsplitter. Ja. Perspektive. Flacherdler hassen diesen Trick. Förderbandsplitter. Das wäre dann... So wäre das Minimum. Und das wäre dann so. Die Frage ist, bleiben wir bei der Höhe? Weil, wie gesagt, das wird dann über der Straße ganz schön eng. Von der Sache her gefällt es mir. Ne? Also ich will ein bisschen was außen an der Fassade einfach dran haben. Ne? Gelöst kriegen wir das nachher mit... Obwohl, wisst ihr was? Ich baue das gleich an höher und zeige es euch dann. Das ist, glaube ich, schlauer. Wir müssen eh relativ hoch bauen. Von daher ist das dann auch Lachs. So und so. Ich sollte mir echt dieses Jetpack-Ding holen. Ich glaube, das würde helfen. So. Und so. Dann kommen auch hier wieder die Förderbandsplitter ran. Quatsch, Logistik. Da rein, da raus. Dann machen wir so und so. Kann der Scheiß weg und die können auch weg. Und hier kann ganz normal Wand langlaufen. Okay. So. Das muss alles zwei höher. Nach da bitte. 1, 2 und 1, 2. Scheiße, es waren 4, nicht 2. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt passt's. Wir sind auch, wie ihr seht, die Splitter sind zu weit weg. Scheiße. Mann, ey. Wieder mal verkackt. Glückwunsch, Müller. Satisfactory 1, Ragnar 0. Wie immer. So, du weg. Du auch weg. Und dann bitte einen näher ran. Gucken, dass wir Eingang und Ausgang nicht vertauschen. So. Bin ich wieder einen zu weit weg? Bin ich doof oder was? So. Jetzt passt's. Sehr schön. Dann haben wir so. Und dann können wir hier zack an den Splitter rangehen. Hoffentlich haben wir ihn auch erwischt. Das wäre halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn nicht. Aber das sehen wir gleich, wenn wir die... Ach nee, wir haben noch gar keine Ressourcen hier. Es fährt noch kein Zug. Scheiße. 1, 2, 3, 4. Aber ich kann da irgendwas aufschmeißen. Wird schon gehen. So, dann werde ich jetzt hier auch einmal die Dinger brauchen. Einfach, weil ich sonst mit diesen Masten arbeiten müsste. Und die, bei denen sieht man das einfach nicht so schön. So, dann hatten wir eigentlich... So, das erleichtert uns die Aufgabe doch enorm, oder? Zack. Und gucken, dass wir... Mann, stell dich nicht so glatt an, Müller. So. Und dann sollte das eigentlich hinkommen. Wenn nicht, habe ich später nochmal Spaß. Ich brauche schon wieder Licht, weil es hier duster ist wie Scheiße. Dabei fällt mir auf, ich habe hier noch keine Straßenbeleuchtung. Muss hier auch noch her. Okay. Das ist doch grundsätzlich erstmal ein netter Anfangsaufbau. So, das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Dies kommt weg. Das hier ran und... Zap, zarab, sind wir soweit. Und Förderbandsplitter dazu. So, von Dark Earth kommen. Ich wieder nicht.
Wenn der Müller nicht genau auf hinguckt, ne? Richtige Tiefe, ja, richtige Tiefe, sehr schön. Dann hier den nächsten und dann ist hier ja auch schon Schluss. Ich könnte jetzt hier natürlich wieder einfach das Band rumziehen, aber aufgrund der Optik sieht das dann scheiße aus und deswegen machen wir das nicht. Einfach erklärt, einfach gelöst. So, hier wieder rüberbauen. Warum passt das hier nicht? Hier passt das ja gar nicht. Muss ich da beide so machen? 1, 2, 3, 4. Hier. Das ist aber nicht der Anschluss. So überhaupt nicht. Oder doch? Nee, das sieht arge schief aus. Sind wir hier etwa auf der Höhe? Kommt das hin? Das kommt, glaube ich, eher hin, ne? Kann das sein? Gucken wir mal. Ist dann irgendeiner von euch... Ne, beide sind schief. Hä? Wie kann das denn sein? Oder stimmt die Höhe hier einfach nicht? Moment. Zack. Ah. 1, 2, 3... 4, zumindest mal die richtige Höhe. Was verläuft doch seitlich? Warum verläuft das jetzt seitlich? Das soll nicht seitlich verlaufen. Ich will das gerade haben. Schon mal einfach aus Prinzip. Gucken wir halt einfach mal von hier oben. So, du weg. Das ist auch schief. Ist das ein Viertelfundament jetzt? Ach, dadurch, dass ich da diesen hässlichen Abstand eingebaut habe. Okay. Wie lösen wir das denn? Momentchen, Momentchen, Momentchen. Momentchen, also das passt nicht. Und das passt. Das Gefühl passt das. Aber ich weiß schon, dass es nicht passt. Also kommt das alles nochmal weg. Dann hier einmal Wände hochziehen. Und hier auch. Und dann brauchen wir die hier. So. Und darüber. Du musst derweil einmal weichen. Und ihr kommt auch wieder weg. So. Jetzt müssen wir das hier so hinfriegeln, dass wir da mittig rankommen. Ich glaube, so passt das tatsächlich. Haben wir die hier und jo. So sauber. Schön. Das heißt, hier können wir jetzt gerade rüber gehen, damit wir da gleich wieder unseren Förderband-Dings hinpatschen können. Und ich könnte dir mal langsam die Schnellstartleistung, Schnellauswahlleiste holen. Einmal hier. Und einmal hier. Und diesmal sind wir auch nah genug dran. Sehr schön. Das hier können wir rüberziehen. Und du kommst jetzt gerade hier an den Splitter ran. Wie gut ist das denn? So. Da sauber rum. Und na. Läuft. Sehr schön. Was lange währt, wird endlich gut. So, den Schnodder hier weg. Und dann steht erstmal die Wand. Die kriegen wir hier auch gleich schön geschlossen. Ne, so und so. Und dann sitzt das. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Ja, obwohl das schon ein bisschen ätzend ist hier. Ne, weil hier jetzt einfach die Symmetrie so ein bisschen gebrochen ist. Und wir, ich bin schon beim Autosave. Wann ist das denn passiert? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Halbe Stunde. Leck mich fett, ich habe nichts geschafft. Ist ja ein Riesenabfuck. Alter Vater. Na ja gut,
Aber die erste Reihe hier steht zumindest erstmal, was das angeht. So, jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich das hier abstützen will. Dann nehmen wir uns einfach unsere netten neuen Architekturdinger. Und machen einfach einmal. Ne, es darf ruhig ein bisschen überstehen, darf es, finde ich. Ne, das finde ich absolut legit. So. Jetzt komm hier rüber. Und so. Und dann sagen wir ihm hier diagonal. Und gehen bis hier. Und dann haben wir hier ein recht schönes Stützsystem, wie ich finde. Ne, und es wirkt nicht, als würde es da einfach in der Luft hängen. Ne, gleichzeitig haben wir den Vorteil, dass es nach außen wieder ein bisschen schöner wirkt. Ich glaube, wir können sogar jetzt... Passen die? Ne, passt nicht ganz. Man könnte sie drunter setzen. Gucken wir einmal. Da hätten wir eine saubere Platte drunter, aber ich glaube, das brauchst du einfach nicht. Ne? Wir können es auch einfach so lassen. Ja. Finde ich in Ordnung. Ne? Guckt das hier durch? Ne, die gucken hier nicht mal großartig durch. Das ist der Shit eigentlich. Ne? Man hat farblich das Ganze ein bisschen abgesetzt. Das Fabrikgebäude ist am Ende nicht so ein einfach nur dastehender, dummer, dicker Klotz. Sondern es wird irgendwie was Schickes draus. Okay. Oh, diese schöne rote Beleuchtung hier. Herrlich. Ne, ob ich das jetzt noch lasse auf ewig, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber erstmal ist das okay. Okay, hier kommen jetzt raus insgesamt 480 Aluoxid. Das heißt, wir gucken einmal, wie viel brauchen wir von denen jetzt, um daraus Aluminiumschrott zu machen. Brauchen wir 480 kommen raus, nur zwei Stück. Das ist ja relativ easy. Und daraus wird dann wieder Wasser, was wir ja initial eigentlich auch brauchen, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Und sogar weniger brauchen. Cooler Shit. Das heißt, man müsste... Oh, das ist ja Abfuck. Ne, warte mal, wir brauchen 180 Kubik. Ich will aber nicht Gefahr laufen... dass die hier aufhören zu produzieren. Ne, das heißt, ich muss irgendwo mit dem Wasser hin. Ich könnte es abpacken und verschrotten. Schöner wäre allerdings, wenn ich das Wasser nehmen könnte und wieder da einspeise. Das wäre die wesentlich, wesentlich, wesentlich elegantere Lösung. Ne? Die Frage ist, kriege ich das hin? Und wie kriege ich das hin? Ich könnte, wenn ich, ich kriege hier raus, wenn ich zwei Stück baue, 240. Das heißt, ich kriege die Hälfte wieder rin von dem, was ich überhaupt brauche. Nee, gar nicht, nicht mal die Hälfte. Wesentlich weniger. Ich könnte einfach weniger Wasser zuführen. Und dann sollte sich das über Zeit eigentlich selbstständig regulieren. Probieren wir das? Ich glaube, wir probieren das. Finde ich von der Idee her eigentlich relativ cool. So, das heißt, hier hinter... Das gefällt mir eigentlich weniger. Dass das dann so ist. Aber okay. Nehmen wir einfach mal mit. Halt, hier bauen wir sie mittig hin, also wirklich mittig. Ab ran an die Kante. Und ab ran an die Kante. Wie ich die so zusammenhängend haben, irgendwie ist das Abfuck. Das ist nicht schön. Das ist nichts, was mir gefallen würde. Ich glaube, dann führe ich das tatsächlich lieber rum und habe die nachher so hier stehen. Oder ich baue sie hier an die Seite ran. Ist auch cool. Vielleicht nicht unbedingt bei dem Ressourcenausgang. Obwohl doch. Ja, lassen hier einfach genug Platz und dann sollte das gehen. So.
Mal einmal. Na. Einmal so und einmal so. Dann sollten die Schornsteine zu mir gucken. Perfekt. Ne? Dann haben wir die nämlich schön an der Außenfassade und können hier irgendwas anderes drüber bauen, sodass die nur ein bisschen rausragen. Da überlege ich mir was Feines. So, jetzt haben wir also. Hier wird Aluminiumschrott gemacht. Wir brauchen Kohle. Da haben wir ja gerade festgestellt, Kohle haben wir. Kohle haben wir Ü. Wir brauchen eine ganze Menge Kohle Ü, ne? 240 Kohle brauchen wir sogar Ü. Das ist ein ganz schöner Schlag. Aber ich glaube, die könnten wir hier noch irgendwie abzwacken. Ne, wir verbinden hier einfach, ich glaube, ich habe zwei Kohlebänder. Warum auch immer. Ne, ich habe nur ein Kohleband. Das andere Kohleband kommt von irgendwo anders. Aber dann nehmen wir hier einfach die Kohle ab. Bei der Gelegenheit könnte man diesen... Ne, den Turm können wir hier nicht verlegen. Das wird ja wieder ein Geeiere. Wir könnten einen zweiten Turm bauen. So, warum kann ich den... Doch, den Turm kann ich verlegen. Ich müsste nur den da hinten auch verlegen. Wenn ich die beiden Türme verlege, ist eigentlich alles ganz cool. Ja. Das machen wir schlussendlich so. So, dass ich da einmal eine Gedankenstütze habe. Und dann muss ich einmal gucken, auf welchem Band was liegt. Wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, ne? Wir nehmen jetzt einmal hier die dosigen Treppen. Wo? Und dann kicken wir mal. Natürlich liegt hier vorne Schwefel. Nicht Salpeter, Schwefel! Das war's! Haha! Aber das können wir relativ easy da hinten umlegen. Müssen wir das? Nee, das müssen wir gar nicht. Wir können Splitter reinbauen, der führt das an der einen Seite rüber und dann kommt das von da drüber geschossen. Ne, und dann können wir hier oben oder noch, also nochmal ein höher, können wir dann quasi ein Förderband langlegen. Dann gucken wir einmal. Ist das die, ja, ist das gleiche Fundament, funktioniert einwandfrei. Und dann machen wir einmal Wände und holen uns von hier die Kohle. Das wäre dann ein höher. Natürlich ist das Förderband zu lang. Ach komm, ey. Ne, diese Begrenzung ist eigentlich auch total sinnbefreit, ey. Ich gebe dann echt einen Scheiß drauf. Ne? Das ist ein Stahlband. Was soll damit passieren? Wird sich schon nicht durchbiegen. Das ist nur ein bisschen Kohle. Die wiegt eh nicht viel. Zack. Einmal hoch. Und dann legen wir das hier halt einmal rüber. Sollte schon mal halten. Oh. Wir sind ein zu hoch. Oh, abfuck, oh, abfuck, oh, abfuck. Hm. Ja, gut, nicht das Problem. Dann knolzen wir das halt hier hin. Ist ja jetzt auch nicht das Ding, ne? So. Kommt der Scheiß wieder weg. Rödel, rödel, rödel. Eigentlich können wir hier das gleich vorbereiten. Habe ich später ein bisschen weniger zu tun. So, das kommt hier hin. Dann muss hier nochmal so eine Wand hin. Das läuft dann hier sauber rüber. Dann zack. Müssen wir einmal hier kicken. Wir brauchen hier nochmal so ein Tor. Das nehmen wir nochmal wieder einmal weg, weil wir müssen daran. Zack. Logistik. Förderbandsplitter. Gucken, dass der mittig sitzt und richtigen Eingang hat. Wo willst du denn jetzt hin? Willst du mich rollen oder was? Ja, ganz sicher musst du da oben gegenlaufen. So, dann haben wir das. Und dann gehen wir von da nach da. Da sollte jetzt schon Kohle laufen. Perfekt. So. Sollte bei Gelegenheit, sollte hier auch mal
Bei Gelegenheit finde ich gut. Ich bin gerade oben. Ich nutze die Gelegenheit und baue hier gleich ordentliche Dächer rauf. Zack, zack. Und ich glaube, ich möchte hier auch tatsächlich mal mit schrägen Dächern. Nicht so doll schräg. Aber hier ist ein bisschen abgeflacht. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ehrlich, da stehe ich jetzt im Weg. So. Und so. Ne, das ist alles so ein bisschen in Richtung der Fabrikanlage zeigt. Und den Rest können wir von unten machen. Zack. Und dann würde ich tatsächlich auch erstmal bei Wände nicht mit denen arbeiten, sondern mit denen. Um einfach ein bisschen Bewegung im Gebäude zu haben. Das heißt Bewegung, also ein bisschen Abwechslung. Kann man im Nachgang immer noch mal wieder ändern. Aber erstmal will ich das so. Jetzt habe ich doch gleich den ganzen Turm gebaut. Verdammte Scheiße. Naja, gut. Ist das so? Den hier brauche ich. Zack, den da drunter. Dann kommt der hier. Ist ja von der Höhe richtig. Ja, müsste passen. So, so. So. Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Achso, hier ist einfach... Hier ist zu Ende. Naja, ist ja auch schön. So, so und so. Haben wir das schon mal. Kann der Piss hier wieder weg. Wir haben schon mal unsere Kohlezufuhr. Und wir sollten nachher auch relativ problemlos hier an einem vorbeikommen. Sehr schön. Kann sogar hier rüberlaufen. Ne, wie genau? Gucken wir, wenn es soweit ist. So. Das heißt, hier kommen jetzt 240 Wasser raus. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und legen hier überhaupt Wasser lang. Ihr braucht... es waren 180, ne? 180, 360. Eine ganze Menge, könnte man sagen. Nämlich 720 Wasser. Das heißt, wir nehmen zwei Rohre. Das drin, das drin, das drin. Okay, alle richtig eingestellt. So, Wasser haben wir hier. Ich will hier weiter langlaufen können. Aber ich brauche zwei dieser Rohre, um die da zuzuführen. Ich würde sie, glaube ich, gleich übereinander laufen lassen wollen. Und der Logistik ist das auch, ne? Ja. Pipeline-Wanddurchführung und mindestens auf der Höhe auch. Wieso geht das eigentlich nicht mittig mit diesen Dingern ausgerichtet? Ist ja ultimativ ätzend. Nehme ich die Höhe oder nehme ich die Höhe? Ich glaube, ich nehme die Höhe. Beißt sich das? Ne, das beißt sich. Unschön. Das heißt, es wird gezwungenermaßen doch die Höhe, sonst komme ich da in Schere rein mit dem Dings hier. So, aber nicht so. So ist besser. So ist ganz beschissen. So ist ganz beschissen, okay. Das heißt, wir müssen wieder hier mit den Pipeline-Stützen arbeiten. Das ist dann einmal so. Ist das die Höhe? Könnte hinkommen. Wir gucken einfach mal. So, ne, warum ich jetzt hier... Müller, ey. Naja, gut. So. Warum ich Pipeline 2 nehme, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ne? Hier gehen 600 durch. Wir brauchen... 360... pro Dings hier. Das heißt, da muss ein bisschen mehr durchkommen. Das ist ganz schön scheiße. Ich muss echt mit der Einspeisung nachher gucken. Wie ätzend sieht das denn aus? Er ist ja... Nee. Nee, 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 nee. Nee. Geht das hier schon? Nee. Einen bei der Form müssen wir. Okay, passt auch nicht. So ist besser. Okay.
haben wir schon mal die richtige Tiefe. Okay, das gleiche machen wir jetzt für daneben. Nehmen wir auch das Rohr. Diesmal haben wir so eine ganze Ecke. Ja, ich werde nicht drum rumkommen. Ich muss die hier nehmen. Komme ich da auf die richtige Höhe? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach, wenn das gehen würde. Also einmal hier eine Platte ran. Und eine Stütze bauen. Wir sehen hier glücklicherweise noch, wo die hingehört. So, dann auf die Höhe. Und dann darüber. Das kommt wieder weg. Die beiden Stützen kommen weg. Und dann laufen hier die Rohre schon mal lang. Okay. Die teilen sich dann immer auf diese beiden. So, jetzt muss ich hier doch schon eine Wand lang ziehen, weil ich sonst hier nicht vernünftig langkomme. So, welches lassen wir länger laufen? Das obere lassen wir länger laufen. Natürlich kann ich hier keine Wandhalterung machen. Ich meine, das wäre ja auch zu einfach, ne? Warum sollte es einfach sein? Pipeline-Wandhalterung. Wir müssen mindestens, ich sag mal einfach bis hier. So, und jetzt hier die richtige Höhe erwischen. Sollte hinkommen. Einfach mal kicken. Nur bis hier. Und dann sind wir sauber drüber. Sehr schön. So, hier brauchen wir dann noch einmal so ein. Wo kommt das? Also, ist das jetzt die hier gewesen? Ja, tatsächlich. Sauber. Sehr schön. Haben wir da schon mal das erste Rohr, das hier vernünftig läuft. Ich hätte mit dem unteren anfangen sollen, aber halb so wild. Nichts, was der Müller nicht geregelt kriegt. Ne, das kenne ich hier tatsächlich nur so auch noch nicht, dass er mir auf diese Art und Weise anzeigt, dass das die richtige Höhe ist fürs Rohr. Finde ich ganz cool. Zack. Dann habe ich einen schönen rechten Winkel. Gefällt mir. Ist eine schöne Komfortfunktion. Die nehme ich. So, dann wieder den hier. Zack, gucken, dass wir damit nicht rankommen. Hier wird es geteilt. So, und dann kriegen die von da auf jeden Fall schon mal Wasser. So, jetzt habe ich hier diese beiden Experten hier. Ich könnte hier mittig ein Rohr durchlaufen lassen. Beziehungsweise zwei Rohre. Und dann hier dran gehen. Die Frage ist, funktioniert das? Ich habe meine Zweifel. Ne? Ich vertraue dem ganzen Wassergedöns hier tatsächlich nicht so richtig. Grundsätzlich lassen wir erstmal alles vorlaufen. Das heißt, die Dinger werden auf jeden Fall einmal voll werden mit Wasser. Ab da wird dann abgegeben an die da. Und dann schließt sich hoffentlich der Kreislauf. Ich muss das echt ausprobieren und hoffen, dass das läuft. Aber ich glaube, ich würde das Wasser lieber hier einspeisen. Sprich, ich brauche Wandhalterung. Machen wir mal einmal zu hier. Zack. Dann käme von hier Wasser. Nö, wäre auch zu einfach, wenn ich jetzt sehen würde, wo es genau hin muss. Aber ich glaube tatsächlich so. Gibt auch keine Leitlinie. Muss ich, glaube ich, nochmal erst einmal hier ein Rohr hin... Was ist das jetzt für eine Nummer? Ein Rohr hinbasteln, damit das überhaupt passt. Zack, zack. Und dann kriege ich hier hoffentlich auch eine Leitlinie. Kriege ich eine? Nö, ich kriege keine. Warum auch? Wäre ja zu einfach. So, und... So. Oder auch nicht. Muss man echt gucken mit den Schrauben, ne? Sieht sonst echt scheiße aus.
Aber wir können hier einfach außen gucken. Das ist zumindest erstmal eine Höhe. Und sieht eigentlich ganz sauber aus. Sehr schön. Kann das erstmal wieder weg. Warum hast du den nicht markiert? Markier den jetzt. So. Wir ziehen hier erstmal die Wände rüber. Ne, also keine Angst, diese Wandoptik ist nicht final. Das werden wir irgendwie noch anders regeln. So, die Rohre müssen dann bis hier laufen. Und wir bauen dann, glaube ich, hier mittig. Das ist dann erstmal höher, macht mir aber relativ wenig, ist mir relativ lax, glaube ich zumindest. Einmal so und einmal. Ne. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja richtig Blödsinn. So rum müssen wir es legen. Sonst wird das nichts. Sonst kommen wir uns hier ins Gehege. Oh, wie es mir gar nicht gefallen will, ne? Wie es mir überhaupt nicht gefallen will. Oh, wie ätzend ist das denn? Oh, ich freue mich gerade erstmal, dass ich so machen kann. Ohne dass ich gleich denke, mein Greenscreen. Ach, ne, Bewegungsfreiheit fetzt. Aber trotzdem sieht das scheiße aus. Das heißt, das ist keine Option. Dies mob wie nicht. Dann glaube ich doch lieber so, dass wir hier eins sauber langlaufen haben. Natürlich habe ich jetzt keine Rohre mehr hier, die ich sehe. Und dann so. Und dreh mal. Mein Hund dreht schon wieder frei. Ganz toll. Freue ich mich wie Bolle. Dann feststellen, dass ich da gar nicht hochkomme, weil ich ein Riesenidiot bin. So. Und dann nach da und dann nach. Nee. Sicherlich will ich das nicht so haben. Und da klingelt mein Diensthandy. Ich bin gleich wieder da. Da sind wir wieder. Und weiter geht's. So. Wir machen es hier ohne Umschweife. Ging zum Glück gerade schnell. Darüber, darüber und dann kann der Piss wieder weg. Und eigentlich auch der Piss wieder weg. So, ich glaube, das gefällt mir wesentlich. Warum sieht denn das so schief aus? Ist das schief? Das ist schief. KG. Dann, da war es eben. Okay, dann ein bei davor. So. Ach ja, du musst logischerweise auch. Ey, dass die Markierung manchmal nicht hinterher kommt, nervt mich, ne? Und zwar nicht zu knapp. Du musst auch weg. Gib mir doch nicht auf den Zünder hier. So. Und jetzt ist es auch gerade. Okay. So. Die abreißen. Und dann können wir das hier gerade rüberführen. Erstmal noch mit diesen hässlichen Dingern, aber das kriegen wir designtechnisch hoffentlich auch noch ein bisschen schicker hin. So, erstmal nur, damit wir drüben sind. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich die Rohre bauen kann. Ist aber auch wurscht. Wird eh wieder abgerissen. Ne? Fangen wir gleich mit an. Weg. So, dann werden wir hier drei Wände hoch brauchen. Da kommen wir wohl nicht umhin. Und dann brauchen wir Wandhalterung. Wir sind hier. Ich hoffe einfach mal. Hier reicht. So. Dann müssten wir einen höher sein. Das Rohr ist schon mal gerade. Sehr schön. Ist es auch in die Richtung gerade? Ja, läuft. Oh, dass Müller mal was auf Anhieb hinkriegt, ne? Hätte ich ja jetzt auch nicht gedacht. Ist ja grandios. So, dann läuft das hier einmal durch die Fabrik quasi am Ende durch. Ist, wie ich finde, aber auch völlig legit. Nur um dann hier
auf die richtige Höhe zu kommen. Na, klappt das auch auf Anhieb? Nee, weil Müller einen Denkfehler hat. Nochmal bitte. Einmal so, einmal so. Und dann passt's. Sehr schön. Aber ein zu tief? Ja. Einen verdammt nochmal zu tief. Und jetzt wetten, jetzt funktioniert das mit dem Knick nicht. Ich würde drauf wetten. Ich würde nicht drauf wetten, ich habe die Wette gerade schon angegeben. Ja, natürlich. Aber dann laufen sie so, das ist auch okay. Ne? Da brauchen wir den kleinen sauren Knick. Wenn das auch so schick wird. Sehr schön. So. Das heißt, was hier an Wasser rauskommt, wird da dann wieder eingespeist. Wenn es denn funktioniert. Eventuell muss ich das alles nochmal ummodeln. Aber werden wir sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt sagt die Zeit, langsam kommen wir hier an die Kotzgrenze. So, was kotzt ihr denn hier aus? Quarzsand kotzt ihr noch aus. Was können wir denn mit diesem Quarzsand Lustiges anfangen? Brauchen wir es hier? Hier brauchen wir es nicht. Hier kriegen wir erstmal nur Aluminiumschrott. Ich glaube, ich brauche dafür die Gießerei. Ich guck mal gerade. Aluminiumbacken, ja. Kostet Quarzsand und Aluschrott. Und wir brauchen 90 pro Minute. Wir kriegen 360 pro Minute. Das wird eine Menge. Das sind 720. Donnerlädchen, das sind 3 pro Ding, ne? 3 pro Ding? 4. 180, 360, ja. 4 Gießereien pro Schmelze. Pro Dings hier. Okay. Da wird es denn irgendwann auch eng in Sachen Platz, weil dann komme ich hier ganz schön weit rüber. Aber ich könnte hier ein Nebengebäude aufziehen. Ich glaube, das mache ich sogar. Jetzt können wir 3 tief machen. Ja, ungefähr 3 tief machen. Obwohl, wenn ich hier noch eine Straße... Obwohl, die Straße kann ich da oben lang ziehen. Das wäre nicht das Problem. Gut, machen wir einfach. Eisekalt. Zack. Erstmal. Bisschen. Grünzeug weg. Brauche ich kein Mensch. So. So unnütz wie ein Rollstuhlfahrer beim Hürdenlauf. So. Zap, zarab. Okay, das müssen wir hier nachher nochmal alles ein bisschen umleiten. Beziehungsweise nochmal zurecht friggeln. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Gießereien. Was hatten wir gesagt? 4 pro Raffinerie. Das hieße, wir könnten hier eine ganze Straße lang bauen von den Dingern. Ich will Tiefe drin haben. Das heißt, hier baue ich sie lieber hin. Das wären dann. Gucken, dass wir sie mittig kriegen. Wie sieht es vorne aus? Okay, das ist ja... So. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir nochmal 4 hin. Das wäre optimal. Ja, und vor allem so, dass das... 1, 2, 3, 4. Sollten wir hier sauber auf Kante sein. Sehr schön. So, und ihr macht alle Alubahn. 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 Alubarren. Und Alubarren. Und auch du machst Alubarren. Und rate, was du machst. Alubahn. Richtig. Mensch, wer hätte das gedacht? Und ein letzter. So, sehr, sehr schön. Das wird eine ganze Menge Alubahn am Ende. Die Anlage wird ordentlich... Auch nicht was verheizen. So, wie viel Quarz spuckt ihr denn aus? 50. Das heißt, wir kriegen 250 hier zusammen. Das ist nicht die Welt, denn wir brauchen, glaube ich, viel, viel mehr. 250 kotze ich aus und 75 pro brauche ich.
Das heißt, wir brauchen. Geht das hier mit? Nee, ne? 75 mal. Nee, welcher waren das nochmal? Wie waren das? Hier. 75 mal 8 macht 600. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen sehr viel mehr. Das heißt, das müssen wir ranschatteln. Von wo schatteln wir das ran? Habe ich das hier irgendwie in der Nähe? Haben wir nochmal Rohquarz irgendwo? Wäre optimal. Beim Zug wollte ich es jetzt nicht unbedingt holen. Oh, ernsthaft? Ist diese blöde Quelle, die ich da hinten habe, die einzige in der Nähe? 1550 Meter. Wollt ihr mich rollen oder was? Und die 2000, das ist hier. 2278 ist das, was ich sowieso schon angezapft habe. Muss ich das jetzt echt hierher holen? Mit dem Zug? Wie affig ist das denn? Ich meine, ich habe die Kapazitäten, so ist es nicht, ne? Also, aber ich würde mir hier halt auch gerne relativ viel frei halten, um hier noch andere Sachen anzuliefern. Das finde ich sonst nämlich ganz schön doof. Aber gut, dann wird halt ein Band noch mit Quarz belegt. Wo hier hinten kann die Fabrik eh kaum noch wachsen, ne? Macht am Ende wenig Unterschied. Also hier hinten ist er bald voll. Ne, und das Eisen, das ich da dann anliefere, müsste ich mittlerweile... Na gut, hier hin shutteln. Ist auch nicht so weit. Die Frage ist, kann ich hier dann noch was mit anfangen? Aber wenn ich hier Eisen hin shuttle und hier Eisen abbaue, ist auch irgendwie affig, oder? Sind wir uns einig? Ja, ist es. Ne, aber ich kann das Eisen dann für was anderes benutzen und kann das, was ich hier anschattel, hier in den zentralen Zufuhrschacht schmeißen. Wie dem auch sei und wie sich das auch entwickeln mag, erstmal sind wir an dem Punkt, dass ich nochmal einmal gucke hier. Wenn ich hier Quarzsand mache, wie viel brauche ich denn dann? 37, Alter! Fick die Hände, ey. Was brauchte ich? 600? War es richtig? 600. 600 durch 37,5 macht... Geh mir nicht auf den Zünder. Alter, wenn man hier nach Tasten sucht und... Wieso ist jetzt Escape? So, 37,5. 600 durch 37,5. Ihr seht hier fleißig, wie ich die Perspektiven verstelle. Egal. 16 Stück. Alter Vater. Und die 16 Stück brauchen dann insgesamt wie viel Quarz? Oh, eine ganze Menge. Okay, lassen wir uns für die nächste Folge. Ne? Ich werde vielleicht die Ressourcenzufuhr in der Zwischenzeit schon mal regeln. Gucken, dass per Zug Bauxit angeliefert wird. Gucken, dass das Wasser schon mal irgendwo herkommt. Wobei, das könnte noch interessant werden für eine Aufnahme. Das überlege ich mir noch. Mal gucken, wo das Wasserding ist. Und dann mache ich das einfach mal. Ne? Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal vielmals fürs Zugucken. Ne? Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.